Oh Gott, ich bin nervös. Das ist die Königsdisziplin, ja. Die sind schneller aufgestellt als wir. Die Zumindest. haben zwei EBS, die Wichser. Ja, das ist erstmal egal. Die Schweren bitte hier unten versammeln. Nee, jetzt erstmal bis hier. EBR macht einen Spot nach hier vorne. Okay. Von unten oder von Aber du oben? spotten direkt wieder verpissen, ne? Aber wir sollen noch nicht aufgehen, oder? Nach Möglichkeit nicht. Wer aufgeht, drückt F7. Ich gehe stark davon aus, dadurch, dass die deutlich mehllastiger sind, dass sie sich hier aufstellen und hoffen, dass sie etwa vier diese Seite gewinnen können. Wir werden mit den Mates versuchen, hier zu blocken und die Heavies, ich hoffe es einfach, dass wir die da dann möglichst schnell kaputt kriegen. Aber die Heavies trotzdem, weil halt dann hier auf der Südflanke so viel Feuerkraft steht. Ja, möglichst, ja, das sind die Heavies befürchtet. Mates schießen, wenn geht. Jesus Christ! Kann der Sock EBR von EBR vorne noch im mal einen Wald. Spot machen? Was soll ich machen? EBR ist vorne im Wald. Ja, verstanden. Offen. Kriegt er die Kanone nicht hoch? Kann unser EBR nicht ein bisschen Licht bringen? Ja, kann ich. Jetzt. Fokusfeuer nicht vergessen. Dann der Artischlag draußen. Ah, der Artischlag ist doch. Der ist gerade auf die Mietzeit. Du sagst es doch. Ja, ich. Der ist auch gerade erst angekommen. Du hast gefragt, so, der hat gerade eine Sekunde lang nicht gefeuert. Wieder zugegangen. Ich mache jetzt nochmal Licht, aber ich bin nochmal auf. Oh. Jawohl. Wir sind bereit hier. Tim, wir könnten auch flankieren hier. Und die Heavys mal ja. Von hinten. Wenn du denkst, es ist sinnvoll, dann gib das Kommando dazu. Hier ist ein Baum gefallen. Ja, das ist wahrscheinlich sterben, Leute. Oh, der LBR raus. Ja, jetzt sind wir auf. Yay, 277, komm raus. Wikinger, du bist auch auf, ja. Achtung, links, EBR. Jetzt stellt euch sinnvoll, ne, dass ihr wirken könnt, aber nicht fest. Möglichst. Also ich kann nicht mehr wirklich machen. Helfen, wir sind im HP-Verteil. Ja, alles gut. Halt dich erstmal im Spiel bloß. Die wollen auch was. Bruce, lass es. Aktuell haben wir den Panzervorteil. Tempel, du bist One-Shot, das weißt du, ne? Hier eventuell der Supercon könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen hier weiter Richtung oben ziehen. Das war da oben. Ja, nicht, dass man sich dann zu sehr splitten, ne? Ja, ja. Ja, aber hier oben ist die ganze Seite leer, sonst wäre ich schon offen gegangen. Ja. Aber ich bin gerade beim 268-4 gebounced, also. Ich kann auch da mal. Das ist scheiße, weil wir hier aufgehen können, ihr drei. Das ist scheiße. Ja, Martin, weil ihr Martin, habt gesehen, hier Martin. Jede Menge. Der 121er muss sterben. Dann fahren wir mal alle 277 hier mit zum Sven mit. Jawohl. Rieke, kannst du gleich? Ja, sag wo. Nein, da stehen noch. Das 2684. Vier Mates. Ach, ihr seid schon hinten dran am Sack. Okay, super. Ich nehme ihn. Schön. Sehr schön, der war wichtig. Danke, Rieke. Die könnt ihr nicht rausficken, oder? So. Nee, die stehen unten. Die müssten die Mates quasi machen bei der anderen Seite. Ja, das ist 140er. Geht auf Kette gerade. Dann müssen unsere Mates gleich auch ein bisschen Druck machen. Okay, am Schussfeld rechts auf die Heavies. Jetzt. Ja, die Mates müssen jetzt auch Druck machen. Hier ist 7. Hier ist 7. Ist gekettet. Bin drauf. Schön. Schön.
Sehr schön. Gut, dann Heavys zugehen. Mets, wer noch Struktur hat, vor. Kjell, du kommst mit, Stefan. Ja, du bleibst hinten, Stefan. Ja. Oder ist der offen beschäftigt? What? Heißt, wir noch ein. Boah, Lex. Meinst du? Ich hab nur gekettet. Ja, da steht alles. Der EBR fährt hin. Ja, der EBR probiert abzuhauen, der probiert zu überleben. Ja, ich hab eine Ghost Shell gehabt. Das wäre schon raus. So, ich mach hier alles auf jetzt, okay? Jawohl. Mehr mache ich gar nicht. Ich halte sie nur offen. Patrick, versuch mal mit hier rüber zu schießen erstmal. Lass den EBR außen vor. Oh, die Jungs sind alle offen. Ich kann ins Cap fahren, wenn ihr wollt. War Rieke? Ja, kannst du ja, ich bin drauf, ich hab noch Reload. Was? Ah, fuck. Komm, soll man Druck machen? Ne, die Heavys sind ja drüben. Der EBR haut mir den Rücken. Ah, okay, ich komm zu dir, aber... Komm rüber, jetzt ficken wir sie, komm. Ich fahr zum EBR, aber wahrscheinlich verkacke ich das gegen den. Einfach alle reinjodeln, wir gewonnen ist. Wolleck? Ja, hier, die Mädels können jetzt drücken. Also die noch Struktur haben. Lass mich verarschen. Ehrlich, ich bin da. Schön, Rieke. Ich fahr mit den Cap rein. Ist der EBR... steht oben, ne? Ich versuch den nochmal zu finden, den EBR. Der Sven, der ist hier, der irgendwo, der hat gerade den Cap geschossen. Oder deinen 20 Minuten. Nice sehen. Blöden Wichser. Komm rein jetzt da. Oh, so ein richtiger Treffer. Das kotzt mich so an. Oh. Scheiß Räder. Nimm das Objekt für 30 U. Wie gesagt, ich kann nicht auto. Warte, ich finish ihn. Geh aufs T62A. Jawohl. Schon wieder hier. Scheiß. Oh mein Gott. Oh shit. Schön artig. Alles. Ist hier Team Damage an? Ja. Ja, aber egal. Ich stehe da drüber. 384 von der Artik. Ja, wenn man es nicht gewohnt ist, gell, dann hält man einfach rein. Ja, ja, okay. Ja, die haben das genau falsch gemacht. Richtig ist, dass der raus. Ich finde, dass WG das voll falsch gemacht hat. Und wenden Gefechten bitte an und dem Scharmützel bitte aus. Das finde ich auch gut. Oh yeah. Ich werde auch für das Qual anlassen. Hey, für unser erstes. Ziemlich solide zusammengefahren. Nicht schlecht für unsere Premiere, oder? Ja. Komm mit Absicht, schmeiß sie raus. Dann musst du, Arti, fahren los. Ich hab keine 10er, Arti, ich bin nicht so ein Arschloch. Ich fahr nur 10er. Also, wenn ihr braucht, ich hab noch eine T92 zu Notfalls. Ach, lass mal. Oh, ich habe auch noch ein paar zur Verfügung. Ja, ja, ich glaube. Aber ich fahre so ungern. Wolle, seit wann fährst du Arti? Gut für Fokus. Bitte? Seit wann fährst du Arti? Jetzt haben wir Frage. Jetzt haben wir 2:30 Zeit, ne? Ja. Aber wenn der Timer. Also, wir müssen gefechtsbereit sein, bevor der Timer abläuft. Das Ganze die Panzer anpassen auf, das, auf die Karte. Es geht auch weiter, wenn man nicht voll zieht. Wir haben ein paar schnelle Fahrzeuge. Projector 277, wir brauchen noch. Das könnte sogar funktionieren. Bräuchten wir jetzt auch wieder eine Arti? Weiß ich nicht. Ja, Arti ist gut. Die müsste sich dann unten auf K5 hinstellen, ungefähr hier. Dass sie halt hier reinschießen kann. Ja. Kriegen wir hin. Ein Light mehr wäre mir tatsächlich ganz lieb. Ich, also ich würde die EWR 7 dann geht. Nehmen, weil dann kann man hier unten besser Hold-Down stehen, denke ich. Also ich könnte vom 277 auf dem EBR 105 gehen. Aber ich bin kein guter Scout-Fahrer. Ja, das ist jetzt die Frage. Tim? Ja? Ich habe jetzt noch einen T100 LT oder einen Tarnhardt EBR 105. Machen mal die anderen bereit, so 100% die bereit sind. Oder der AMX 13-10-5 als Light. Wo ist Hendrik? Bin bereit. Ja, ansonsten T100 ist auch in Ordnung. Oder wie du dich lieber fühlst. Also,
Der AMX hätte Magazin drin und ja, der 100 ist Einzelschuss. Ben, ich gebe dir mal den Arti-Schlag mit, ne? Ne, gibt's der Arti. Dann gibt's wieder einen Jodeljochen. Machen wir das dann so, dass alle Heavyline fahren oder was? Gibt's der Arti? Wolle, nimm tu jetzt rein. Halbe Minute noch. Oha! Bitte was jetzt? Zimmer, aber ja, das okay, ist dann so. 400. Oder wir lassen's so, ja. Also, dann lassen wir so. Ja, lassen wir so, ist gut. Passt doch so. Ne, können wir es bei der nächsten Runde nochmal ändern. Ich hätte jetzt mehr Heavy, so ja. Gut, ich sage nicht an. Puh. Ach, das war's. Bin zurück. TD hier hinten an den Stein dran. Erstmal hier Richtung Hill. 277er können auch 1-2 mitziehen. Superkonk hätte ich gerne Halter und hier stehen. Oh, die haben keine Arti, sehr angenehm. Ja, Arti, wie bereits gesagt, hier EBR. User disconnected from new channel. Martin kommt gleich wieder. PC hat gerade Reset gemacht. Also, ich glaube, da waren zwei EBRs, ne? Ja, deswegen. Ja, dass ja, die dann unseren EBR raus. Außerdem. Wo sollen die mit? Also, 277, wohin nochmal bitte? User in your channel, turn down. Auf jeden Fall hier lang, ansonsten, wenn sie mitziehen können, hoch. Wie mit? Ja, da muss ich auf alle pushen. Ja, die 277er müssen dann gucken, irgendwo Hügel zwischen Heavy und Med halt. Die Heavys hier unten blocken, ich will den eher in 100, will ich hier hinten haben, dass der eventuell die Base deffen kann, wenn da noch was mitkommt. Ja, der E3 steht ja auch noch in der Base. Oh, scheiße. Deswegen vorsichtig. Ah, ja, ich bin vorsichtig. Okay, wir müssen durchpushen. Ja. Ja, sie ziehen da oben. Also alle durch einfach. Ja, die Heavys vorne weg. Ja, die ja. Mates würde ich hier lassen. Leute, kriege ich auch mal Hilfe hier? Weil sie in beide Richtungen wirken können, ne? Okay, Mates auf H7. Den S-Kong lassen wir auch mit in der User Base. Your ja, Superkong mit zurück. Können wir den IS-7 rauspushen? Leute? Blitzwagen auf Kette. Zwei. Nein, fuck. Jetzt fährt er weiter. Shit! Ja, den IS-7, der muss raus. Stritzwagen. Jawohl. Sehr schön, der war richtig. Nice. So, jetzt rein, pushen. Fokus ja. Feuer auf die vordere IS-7. Ja. Und 1400. Arti schlagt mich auf. Scheiße. Deswegen, es war pushen gemeint. Jodel, Jochen, komm. Hier geht gleich was ab. Thomas, gut vor. Pushen hieß es. Ja. Den Wikingern bist du viel. Geht's weiter, Jodel Jochen? Er ist die 7 getrackt. Ich hol ihn raus. Ja. Okay, 277 fährt runter. Sideshots. Wolle. Ich bin dabei. Ah, shit. Jetzt ist er wieder zu. Eine Kugel habe ich gerade hier noch. Nee. Oh lol, ich schieß runter. Gar nicht weiter. 8 Sekunden. Die Sniper-Schnitzel, das können wir auch bearbeiten. 3 Sekunden. Aber ich. Ja, Gott. Leopard. Den 2. Kommt weiter. Ihr müsst da weiterfahren. Lass mich nicht alleine. T62 hat. Was ist denn jetzt los, Kanone? Die Leopard ist offen. Alle sind hier. Müssen paar nicht sich zurück. Wir ziehen mich mehr hinter dir. Mates, alle, hier unterstützen. Feuer. Okay, sind wir auf. Ich bin so gut wie tot. Fettschip musste zurückfahren. Ich bin weg. Wer hat die Cap-Punkte? Ja, noch keiner. Könnt ihr da oben auf? Ja, auch doch, das macht er ganz 277? Gut. Also, ja. 277, Mates. Welches? Wir sind im HP-Verteil. Guck auf die HP, guck auf die HP. Ja, die Mates müssen jetzt auch mal mit reinfahren hier. Die Mates netzen ja. Das wird doch nicht. Fuck, was ist denn jetzt los? Genau, das 277 fährt mit zurück. Ich fahr mit den Cap rein. Objekt einfach reinfahren. Genau. Reset. Die Badget macht dann mal den Cap auf, versucht hinten rumzufahren. Ist nur noch 6 Sekunden. Zu wenig, war zu spät. Ja, ihr standet hier oben, die Mates. Viel zu lange.
Ah, schade. Ich habe gerade reset. Die Schüsse hätten auch früher kommen müssen auf die Heavy. Ja, genau, und beim Pushen, wirklich pushen. Ja, bei Atomark habe ich das gerade gesehen, da stand noch eine ganze Weile hinter mir. Sorry, da kam der Artillerieschlag, sonst wäre ich da auch weiter vorgefahren, ja, aber sonst hätte ich den... Der Artillerieschlag war einmal durch, hat mich rausgenommen, aber da hättest du schon reinfahren können. Aber so einfach waren drücken. Es dann nur 3 gegen 2 IS-7er, das hätte nicht sein gemusst. Ne, wir waren ja auch noch. Wir waren ja auch noch. Ja, eben. Also, wir waren komplett in der Überzahl. Wir hätten einfach nur weiterfahren müssen, die in der Vorbeifahrt so schnell Fast Food mitnehmen und dann geht's weiter. Das hätte nicht sein gemusst, dass wir da jetzt verloren hätten. Tim, brauchst du hier lieber TDs? E3-mäßig. Zwei E3s. Einen Light hätte ich gerne noch. Jetzt auf jeden Fall, weil auf der Karte brauchen wir die. Ich nehme den Light. Jo, alles klar. Dann passt das soweit, denke ich. Dann haben wir genug auf jeden Fall, dass wir was in der Mitte stehen haben. Also ich hätte gerne hier auf jeden Fall dann die Aufhängungsmediums, also Hendrik und mich. Kann ich meinen Superkong nehmen? Da kann ich ein bisschen Halldown spielen. Kannst du machen, ja. Ansonsten 277er hätte ich ganz gerne hier, dann die Superkong Richtung hier. Gadget kann hier durch. Ich hoffe, du kennst ihn. Nein. Warte, ich nehme das 430 Uhr noch mit. Ja, dann fahr du den Busch, Ben. Alles klar, dann missbrauchen wir die Badget noch irgendwo. Den Busch in der City, meinst du? Ja, den hier an der City, ja, okay. Halt. Ja. So aufgebaut. Kann man eigentlich auch zwei Artis mitnehmen? Nee, ne? Doch, kannst du. Ja. Okay. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm auf dieser Seite. Deswegen. Ich könnte noch eine T92, wenn ihr braucht. Ja, dann würde aber der S-Kong weggehen. Wir dürfen nicht zu weich werden, dass wir uns einfach durchpushen. Ne? Ja. Die verteilen sich die Lights. Wolle links, ich Hügel oder andersrum? Ja, aber wir haben zwei E3 mit. Die können dann hier bei J2 blocken und genau. Gut ist. Die TDs hier, ja. dann Sven noch die T92 mit, gut ist. Ich krieg erstmal rein, das war dann schon mal. Atomic? Hey! Also, mach bereit, bitte. Ja, direkt. Ach, komm schon. Komm, mach. Geht doch. Alter, machst du nicht so. Ja, nee, Wargaming ist heute wirklich bei mir wirklich Katastrophe, ne? Ich hab auch schon die halbe Zeit im Allgemeinschick geschrieben, dass bei mir keine Festungsgefechte gehen. Mhm. Wenn ich draufklicke, ich hab nur Ladeinhalt, ne? Und das seit über 2 Stunden. Ja, das ist für die Art. Das ist bei mir auch, da muss man die Customs dann ein bisschen. Ja. Eine Art hätte ich gerne hier, die andere hier oder hier. E3 ist wie besprochen hier. Ich fahre dann K1, also K2. Alles klar, dann bleib ich hier. Also die Aufhängungsmates hier, was haben wir noch an? Superkong hier? Ja, die Superkongs Richtung hier drüben, genau, die 277er hier. Badger? Mit einem 430 und die Badget kann sich überlegen, ob sie mit hier vorne eher hier ranfährt oder hier. Das andere 430 U kommt mit an. Wo nimmst du rechts oder linke Seite? Ich krach gleich hier rüber, nachdem ich einen Crosspot mache. Ich würde die Badget hier alles klar. Dann nehme ich die nicht anbumsen, Kampfwiesel. E100 mit hier rüber. Okay, die sind schlecht, sonst wären die hier durchgekommen. Nee, nicht zwingend. Okay, wir kriegen sie mal. Ja, aggressiv sind wir auf den. Die haben viel mehr Leben. Bis an die vordere Buschreihe wieder. Aber Hendrik nicht zu weit hoch diesmal, ne? Ja, ich probier's. Ja, nichts versprechen. Ja, okay. Ja, die haben sich hinten wahrscheinlich eingekämmt. Artischlag ist fertig. Strift da hinten drin. Wer ist da hinten drin? Strift B, danke. Okay. Passiv rein. Die Superkongs sind noch nicht offen. Der 7 dann auf die 1er-2er gehen müssen. Ich guck nochmal auf die andere Seite.
Oh scheiße, ich bin ja offen. Ja, das ist nur der STB. S-Kong ist offen. Wo ist die? Das ist die J-Linie runter. Oh, ich nehme jedes ja, scheiß Haus mit. E3 ist offen hier. Also ich glaube hier auf der Seite, Tim, rechts ist nur der STB. Ja. Alles andere hätte ich aufmachen müssen beim First Spot. Ja, ja, dann fahrt doch weiter. Ja. Dann pushen wir 3 Mates dann gleich da runter. Kann sein, dass hier oben jemand im Push steht. Ja, mit Sicherheit der Team. Dann müsste dann der T-100 stehen. Wir haben einen Superkong weniger. Wir werden in der Mitte zusammengeschossen, Tim. Wir sollten vielleicht mal pushen. Ja. Also, sowieso, die... Kann der Light einmal hier oben... In der Mitte, die müssen sich strukturschonend verhalten, ne? Die schießen uns hier schon raus. Ja, strukturschonend. Und warum... Ich kann den Artischlag auch mal draufsetzen, wenn du willst. Ja, hier, super. Auf die S-Kong. Oh, scheiße. Es kommt Schuss. Steht, es kommt ja. Steht. Getrackt. Wir versuchen doppelt zu tracken. Einer pusht. Oh, warum? Dann das 140, das 430 U von uns hier hoch. Die anderen, ja, Hendrik, du auch mit hier und ich komm hier. Welches 430? Ne, du bleibst dabei. Brauche Hilfe mit der ES7? Ja. Oh, das ist die ES7. Hier die T92. Wenn das hier tot ist, verlegt die sich mit dir rüber. Die T92 fährt hinter die Gleise, wenn sie geschossen hat. Die pushen die andere Seite, Tim. Da kommen gerade alle. Oh, fuck it. Hast du einen Plan, Ben? Ja, wir müssen jetzt gegen pushen. Ja, gegen pushen. Kommt durch die Mitte. Boah, schieß doch mal. Ja, ich bin auch ein T100 LT, komm zu mir. Das ist T100 LT, sorry. Sorry. So gut getan, 430U sollte auf jeden Fall Richtung hier unten. Ebbe, Achtung, da kommt der T100 LT von dir. Natürlich nicht bauen. Und Arti verschießt. Und Arti ist raus. Ah, komm, gib das. Ich mache nochmal auf jetzt. Alle, wie sie da sind. Hallo. Der T100 Pull. Bin ich jetzt wahrscheinlich? Ich müsste eigentlich bumsen können, oder? Kommst du damit Haiti? Nein, lieber nicht. Nee, okay, der fährt nicht über die Gleise. Wir haben noch eine Arti, die gerade auf mich schießt, müsste hier oben irgendwo stehen. Oh scheiße! Sehr risky, sehr risky. Lade nach. Brucey, bleib am Leben, ich muss nachladen. Wie mal HE vielleicht, Ben? Da steht die Arti. Ja. Ist jetzt wurscht, bleibt am Leben. Ich. 60 TP kann die nicht bearbeiten, das kann die nur spotten jetzt. Ja, passt. Haben wir Informationen über die hier? Ich könnte drüber fahren. Nein, wenn du es nicht hast, dann ist wurscht. Wo stand nochmal der Stritzwagen zuletzt? Da ist auch irgendwo, ne? Also, der ist bei dir, Ben. Also, nee, aber vorhin war der. Die Ding, dass er da irgendwo steht. Also, die sind jetzt mit. Sehr schön. So, zwei Granaten. Fahrt lieber gemeinsam, Jungs. Gegen den Stritz hast du keine Chance, der hat spottet dich. EBR mit hier oben, ja, bitte. Okay. Soll ich direkt rüber zu A1? Dann versuch dir mal einen Move hier rüber zu machen. Ja. Bin offen. Hendrik, bist du hier? Ja, kann ich machen. Oh.
das hat genau 500. Kommt die Badger da auch mit zu uns? Ja, sieht wohl so aus. Nein, ich fahre nur einen Bogen, damit sie... Der Badger wäre aber auch nicht schlecht hier. Okay, weil wenn das Objekt unter die 7 können wir ja dann auch mit da reinwirken, ne? 140er steht immer noch hier über. Bin ich aufgegangen. Ja gut, dann die Badge halt mit her, dann sind wir eine Kanone auf jeden Fall mehr. Ja, ich bin offen. Ich kann meine AP einbringen. Ja, egal, fahr. Der STAV ist hier vor mir. Just saying. Jetzt. Lol. Kill die AT, die ist weg. Mein Schuss ging nicht mehr raus. Sonst wäre die AT jetzt weg. Nice. Mach den Stritzwagen nochmal auf. Der Stritzwagen ist ganz hinten in der Ecke, weil dort was umgefahren wurde. Okay. Nee, ist er nicht. Hallo. Ich nicht. Alter, ich hab Lags ohne Ende. Ja. Ich seh nicht. Soll ich dir Bier vernehmen? Ja, fahr mit dann. Hilf ihm, komm. Schön weit außen, dass die IS-7 dich nicht sieht und dann hilfst du ihm. Was? Soll der SP-1 nicht auch weg, weil ich glaube, das Objekt hat sich jetzt... Nein, das ist noch nicht. Da steht immer noch. Ich bin bei dir. Okay. Komm. 480. Ja. Dann einer rechts, einer links. Mach den tot. Ich hab ihn. Okay. Nimm ihn gleich als Deckung. Hohoho. Ja, 7. Da ist das Quadenende. Hier, 7 ist auf Kette. Das ist... Mach's wieder auf. 29 Sekunden, Ben. Ja, chillig. Boah. Ah. So, 77 will ihm helfen. Der STBI muss helfen kommen. Der kann mit zu mir kommen. Ihr müsst jetzt einmal damit aufrücken hier, sie fix nochmal. Boah. In unserer Base steht doch nichts mehr, der STP-1 kann auch mit zu uns. Gib ihm Sideshots, Udes. Ich fahr vor. Das 140er steht jetzt bei uns in der Base drin, glaube ich. Ja, das ja, kann ihn ja cappen. Ja. Durchcappen kann er nicht. Dann könnt ihr ja jetzt die... Das gibt eine Niederlage für beide, wenn ihr da auch unentschieden spielt. Nee. Wir gewinnen doch, weil wir mehr Leben haben, oder nicht? Nein. Das gibt's leider nicht mehr. Ach so, Lul. Welche Jet hast du? Ah, bin abgeprallt. Dem links. SCB-1, falls du links. Den schafft der Christoph hoffentlich. Wart. Komm, Ben, du kannst das. Komm. Ben, der schafft ihn. Ben, du nimmst die 7, ich halte ja, das. Ja, ich nehm sie. Ich halte das 277. So, SCB-1. Truff! Den kriegen wir auch noch tot, komm schon. Jede Kanone! Alter, bitte. Einfach drauf pushen, gar nicht mehr so lange warten, direkt drüber fahren. Ich kann jetzt. Schön. Oh mein Gott. Ramin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bravo! Scheiße, ey. Die beißen jetzt in den Tisch, ey. Was für ein Pixelshot. Fuck. Boah, ich muss die Luft anhalten. Heartbreak. Scheiße, ey. Alter. Ich hätte fast mein Haus verwettet, dass wir das verlieren. Oh, das war jetzt gut. Alter Schwede. Ja. Gut. Was für ein Ending, ey. Hallo, Ben. Gut, Carry. Dafür sind wir sind dauernd abgeprallt, ne? Das hätten wir eigentlich besser haben können. Also. Bleiben wir bei Ati oder wollt ihr was anderes? Schießt los. Warte, hat das wer also aufgenommen? Also nicht zwei Artis. Schicken. Ich hab's aufgenommen. Ati bin ich gerade am überlegen. Glaube ich nicht, oder? Das zieht sich lieber Heavys, damit wir die Heavy-Line.